Ja, hallo, mein Name ist Volker Pohl, ich bin von der Deutschen Apotheke und Ärztebank und ja, ich darf so ein bisschen von den Erfahrungen erzählen. Wir haben uns im Sommer getraut, mit unseren Führungskräften erstmals ein Barcamp zu veranstalten am Führungskräftetag. War eine ganz spannende Zeit auch der Vorbereitung mit viel Diskussion hin und her mit Vorstand. Wollen wir so etwas wirklich tun und wie können wir sowas tun? Haben wir den Mut, da tatsächlich auch diese Freiheit, Offenheit zu geben? Mit all dem, was dazugehört, vom Barcamp Du angefangen bis hin eben auch zu einer Agenda, die sich selbst entwickelt. Und ja, wir hatten mit Karl-Heinz Pape zusammengearbeitet, das auch ein Stück weit vorbereitet und uns dann entschieden, ja, kein echtes Barcamp in absoluter Reinform zu machen, sondern wesentlich auf die Elemente zu achten, was macht ein Barcamp aus und dann ein Stück weit auch zu sagen, okay, wir haben auch einzelne Sessions schon mal ein bisschen vorbelegt, dass es eben eine Auswahl gibt, dass wir nicht zwingend unsere Führungskräfte dazu treiben müssen, komplett alles alleine zu gestalten. Und es hat sich dann aber gezeigt, dass viele dann auch ein Interesse hatten, was beizutragen. Ein Vorstand hat oder zwei Vorstände haben eine Session auch beigetragen und es war insgesamt ein voller Erfolg. Es war sehr viel Beteiligung im Barcamp und der Führungskräftetag, der beste, den die je erlebt hatten, war nachher am Ende als Feedback zu bekommen. Haben wir auch nochmal ein Feedback eingefordert am Ende der Veranstaltung und es kamen spannende Themen raus, die jetzt auch weiter verfolgt werden.